Wir wollen schon heute auf den Dividendenjahrgang 2020 schauen. Was ist nach dem starken Jahr 2019 von Small- und Midcaps zu erwarten und vor allen Dingen hier speziell von Dividendenwerten? Das ist unser Thema hier auf dem Fondskongress in Mannheim mit Dr. Götz Albert, Managing Partner und CIO bei Lupus Alpha. Schön, dass wir wieder bei Ihnen auf dem Stand sein dürfen, Herr Albert. Viele Investoren sehen Dividendenwerte mittlerweile durchaus als Bondersatz, sagt zumindest der eine oder andere. Wie weit können Sie hier Hilfe im Segment der Small- und Midcaps leisten? Ja, wir müssen natürlich festhalten, dass Aktien und die Dividende, die Aktien zahlen, zwar vom Cashflow her als Bondersatz dienen können, aber dass Aktien natürlich ein ganz anderes Risiko haben, als Bonds das haben. Das muss man immer wissen. So schön es ist, dass diese Werte tatsächlich auch zum Teil recht hohe Dividenden ausschütten. Wir haben ja die Situation im Small Midcap Bereich, dass wir über 1000 investierbare Werte haben und darunter sind eben auch viele Werte, die eine langfristige, stabile Dividendenhistorie haben und das sind Werte, die man sich im Detail anschauen kann und neben dem Kapital Wachstum über die Aktien hier auch tatsächlich von Ausschüttungen profitieren kann. Wir reden oft in unseren Interviews über die Werte, die Sie in den Fonds hineinnehmen. Ich möchte den Spieß heute gerne mal umdrehen. Also wo sehen Sie die heißen Kartoffeln beispielsweise? Also welche Werte schaffen es nicht in Ihren Lupus Alpha Dividend Champions auf die Shortlist? Also wir haben da sehr strenge Kriterien. Wir schauen vor allem darauf, dass die Unternehmen eine Dividendenhistorie haben, dass sie nicht mal ein Jahr zahlen und dann wieder nicht zahlen, sondern dass sie den ökonomischen Erfolg, den sie generieren, über einen positiven Jahresüberschuss dann auch regelmäßig und relativ konstant ausschütten. Und wir wollen natürlich Unternehmen haben, die ein recht hohes Eigenkapital haben und nicht mit der linken Hand Fremdkapital aufnehmen, um es mit der rechten Hand als Dividende auszukehren. Das ist nicht nachhaltig, das ist nicht sinnvoll. Darüber hinaus wollen wir Unternehmen haben, die keine sehr starken Abschwünge in den Umsätzen aufweisen, also keine sehr zyklischen Unternehmen haben, weil diese Unternehmen in einer Kapitalmarktkrise natürlich Gefahr laufen, dann auch in einen Refinanzierungsnotstand reinzulaufen. Von daher suchen wir Unternehmen, die stabile Finanzkennzahlen haben, stabile Bilanzkennzahlen und eben zusätzlich die Dividendenhistorie aufweisen, sodass sie sich für uns qualifizieren. Abschließend, ich habe es eingangs versprochen, dass wir auf den Dividendenjahrgang 2020 schauen wollen, vor allen Dingen für Small- und Midcaps. Was erwarten Sie hier? Wir haben insgesamt keine sehr hohen Dividendenrenditen, sondern die Dividendenrenditen sind im Bereich zwischen 1,5 bis 2, vielleicht 2,5%. Da muss man selektiv vorgehen. Wir glauben, dass das Jahr 2020 durchaus noch ein attraktives Jahr werden kann, weil das Jahr 2019 fundamental nicht so schlecht gewesen ist, letztlich wie man das ursprünglich befürchtet hat, auf Basis der vielen makroökonomischen Belastungen. Von daher gibt es hier genug Auswahl, um gute Werte zu finden. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg, die richtigen Werte zu finden, auch in 2020. Dr. Götz Albert war das hier am Stand von Lupus Alpha auf dem Fondskongress in Mannheim. Alles Gute für Sie und herzlichen Dank nochmal. Dankeschön.